Ja, der erste Kontakt im Fußball ist Gold und deswegen werden wir immer das wiederholen. Und die Muster muss einfach passen, die Details müssen passen. Und natürlich das kombiniert mit einem guten Torabschluss. Und dann bauen wir das auf, dass nachher auch ein spielnäher Druck entsteht, damit natürlich alles komplizierter wird. Ja? Aber erst Musterschulung und dann mit maximaler Druck versuchen, das Spiel nah umzusetzen. Oh, immer Druck, Samu. Und geh weg. Okay. Samu ist da. Wo ist Samu? Wenn ich Doppelpass bin. Ist er ja jetzt gut? Nein. Ein bisschen. Aber ist er nicht zu weit weg jetzt? Doch. Weil wenn ich jetzt spiele, dauert viel zu lang, bevor er zurück ist. Hast du mich wieder? Du bist aus deinem Deckenschatten und ein bisschen kürzer. Ein bisschen kürzer hierhin. Ja, okay, komm. Und jetzt ist die Abstand auch klein genug, dass sich das ausgeht. Es geht um den ersten Kontakt unter Druck. Rechts mitnehmen, links mitnehmen und einen schönen Abschluss mit Technik. Ja, alles mit Vollspann, aber nicht mit 300 km/h. Ja, du bist noch nicht dran. Also ich spiele an, ich gebe Druck. Wie kann ich am einfachsten mitnehmen? Mit Innenseite. Oder nach rechts? Ja? Druck! Bitte mitnehmen! Genau! Druck! Der Ball weg! Als wenn der Gegner auf mich schnell hinkommt, geht es dann einfacher oder schwieriger? Schwieriger. Oh. Deswegen habe ich keinen Stress. Deswegen muss ich alles am Ball können. Deswegen muss ich viel mit Ball üben. Damit habe ich keinen Stress. Ich kann mit links und rechts, weil so gut habe ich trainiert. Das ist Voraussetzung. Und wenn ich das alles kann, mit links und mit rechts, top Ballgefühl, brauche ich keinen Stress haben. Dann kommt der Hopp, ich habe keinen Stress, nehme ihn schon mit. Versteht? Ja. Versuch. Komm on. Das ist ein klasse Junge. Okay. Wenn ich im Internat leben würde, und ich würde noch so alt sein wie euch, wie ihr, wäre der Mann für mich ganz Wochenende. Du hattest keine Chance. Ich war dort. Sag, geh weg, du, Freddy, ich bin da. So muss es eigentlich sein in einem Fußballinternat, oder? Dass du keine Möglichkeit hast, auf der Wand zu trainieren, weil da sind ständig Jungs unterwegs. Aber für jeden individuell, das kann ich üben. Tick, 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 tick. Passend mitnehmen, passend mitnehmen. Ich kann die Abstände vergrößern, spiele ich schärfer zu. Durch unterschiedliche Passingtechnieken verwenden, kann ich alles mit dem Ball unterwand. Brauch kein Trainer, brauch kein Mist. Und dann werd ich perfekt. 100.000 wiederholen, die Muster. Und wenn die Muster sitzt, kann ich es auch unter Druck spielen. Aber wenn ich kein Muster habe und Gegner kommt zu, habe ich Stress, kann ich nicht erwarten, dass es perfekt geht. Ja? Okay?